Hallo und willkommen bei Bernd TV. Dies ist eine Sondersendung und ich habe die große Ehre, den Begründer von Quantenmusik und Quanten TV, Herrn Hartmut Alt, hier persönlich interviewen zu dürfen. Hallo Hartmut, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, hallo Herr Bauch, ich freue mich auch. Hartmut, wie ich auf Facebook gesehen habe und auch auf YouTube, sind Sie im Internet allseits bekannt, aber darüber hinaus hört oder liest man doch recht wenig über Sie. Wie kommt das? Herr Bauch, das habe ich mich auch schon gefragt. Nicht nur ich, sondern auch meine allseits begabte Frau Gabi wundert sich darüber, dass bei all den Themen, die wir angesprochen haben, nicht der ein oder andere auf uns aufmerksam wurde. Hartmut, welche Themen wären denn das? Was brennt Ihnen am meisten unter den Nägeln? Herr Bauch, Sie sind selbst Journalist, haben im Fernsehen ein eigenes Magazin und wissen doch über die meisten Dinge, die auf Erden im Argen sind, Bescheid. Der ausgerichtete Fokus beleuchtet die Themen zwar oberflächlich, geht aber selten in die Tiefe und auch fehlen meist die richtigen Schlüsse. Herr Alt, beschäftigen Sie sich also mehr mit politischen Themen und wollen Sie Ihr künstlerisches Tun mehr der Aufmerksamkeit für den Weltschmerz widmen? Nein, nein, Herr Bauch, Politik machen schon so viele andere. Und vom vielen Gerede ist die Welt noch nicht besser geworden. Wir wollen selbst etwas tun, was die Wahrnehmung schärft und die höheren Sinne aktiviert. Hartmut, das klingt aber jetzt sehr spannend. Wie wollen Sie das tun? Nun, Herr Bauch, indem wir zum Beispiel in Ihre Sendung kommen und um auf uns aufmerksam zu machen, unsere Art der künstlerischen Darbietung im Internet betrachten und immer und überall auf der Straße, im Café, zu Hause oder bei Freunden über Freiheit und das Freigeborensein sprechen. Darüber, dass jeder Mensch verborgene Talente hat, die es zu wecken gibt und die er zum Wohle aller einsetzen kann. Ja, Hartmut, das klingt gut. Gibt es bereits Menschen im Internet, mit denen Sie sich bereits austauschen, beispielsweise in den sozialen Medien? Aber natürlich, Herr Bauch, da wäre zum Beispiel Ramona Herbst, eine sehr aufgeweckte junge Frau, die aus allen Bereichen des politischen Lebens, aber auch aus sozialen Umfeldern täglich in Facebook Interessantes postet. Ferner Renate Riepel, die besondere Menschen im Umfeld von Kunst und Musik in Facebook postet, die meist nicht von öffentlichen Medien wahrgenommen werden, so auch wir. Es gibt Talente, die mangels Sponsoren oder Vitamin B wie Beziehungen einfach übersehen werden. Ich könnte jetzt noch eine Liste von Namen und weiteren Namen hier anfügen, die sich jeden Tag um die Dinge in der Welt kümmern, die im normalen Mainstream fehlen. Aber einen Namen möchte ich dennoch nennen, und das ist der von Joe Conrad. Joe Conrad schaut hin, wo es in dem System unangenehm ist und berichtet in seinem Kanal, sehr empfehlenswert, die Tagesenergie, über Dinge, die weder in der Tagesschau noch in irgendeiner Tageszeitung zu lesen sind. Ja gut, da wären wir schon bereits wieder am Ende der Sendung angekommen. Es war nett, mit Ihnen zu plaudern, und vielleicht schauen Sie doch mal wieder rein bei Bernd TV und Sebastian Bauch.